Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir holen den Dune Loader und bringen ihn zum Bunker. Wir haben nochmal ein bisschen neue Missionen rausgefunden. Die Bunkermissionen, die für die Organisation sind. Jetzt nicht die nicht die Motorradgang-Dinger, sondern die von mir, von der Organisation, die wir gegründet hatten. Mal schauen, wie die sind. Ich leg mich mal ein bisschen zurück und genieße das Ganze. Ja, wir haben jetzt eine längere Fahrt vor uns, 6 Kilometer. Rang erhöht. Sehr gut. Welches Level bist du jetzt eigentlich mittlerweile? 46. Ist nicht so viel dazugekommen. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, da. Und im Ammunition? Ach, vor dem Ammunition steht das Ding. Algonquin Boulevard. Wegen die vibrieren meine Eier, ey. Ja, ich habe meinen Controller auf meinen Oberschenkel gelegt und du fährst die ganze Zeit über diesen Poller. Meinst du die? Ja, genau, die Dinger. Jetzt ist die Frage, wer von uns beiden kann dich fahren? Bin ausgewichen. Hat alles gut funktioniert. Jo. Oh Mann. Das wird wahrscheinlich wieder in der Schießerei enden. Wieder hier. Ja, diesmal an einem anderen Punkt. Es ist wohl Mittelpunkt des Lebens hier in San Andreas. Nee, Los Santos. Nicht San Andreas. Das hier ist Sandy Shore. Ja, aber der ganze Ort heißt doch... Nein, Los Santos ist die Stadt. Ja. Das ist... Ach, Mann, ich raff das so oder so nie. War's das jetzt schon? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es gibt noch ein bisschen Fratzengeballer. Das war eben bei der MC-Mission auch nicht anders, ne? Jo, unsere Vorräte sind jetzt sichtbar. Fahre schon so schnell ich kann. Alles gut, das kriegen wir hin. Es ist schon
echt heftig, so wie weit weg der Bunker da ist, ne? Ja. Ein Gutes hat aber der Bunker da oben. Hier oben sind nicht so viele Spieler, die uns das Leben zur Hölle machen. Das stimmt. Die ganzen Spieler sind ja meistens in der Stadt verteilt. Ja. Aber scheinbar ist auch die Session eine ruhigere Session. Ja gut, wir sind nur 2, 4, 6 Leute. Ja. Ich frage mich, wer diese Mission nicht in der vorgegebenen Zeit schafft. Sehr nur hin und her fahren. Das stimmt. Aber es gibt bestimmt auch Server, wo du aufgehalten wirst. Ich war. Aber wenn du aufgehalten wirst, dann wirst du meistens direkt zerstört. Dann ist die Mission sowieso gescheitert. Das stimmt. Meine das Zeitlimit. So. Ja, eine halbe Stunde, ne? Ja. Dass die Kiste nicht 1 Millimeter hochspringt, ne? Ja. Ich finde das also mega geil, wie dieser Bunker so aufgeht und du fährst da rein. Das stimmt wohl. So, wo springst du rum? Ich bin jetzt erst wieder reingekommen, weil mir wurde ein Video gezeigt. Ach so. Ja, ich will jetzt erstmal zu dem Forschungscomputer gehen. Ich weiß nicht, wo der ist jetzt. Package received. The team are going to work. So, die arbeiten jetzt, meine Forscher. Echt jetzt? Was denn? Ich habe ja dieses Ding jetzt hier geschenkt gekriegt, ne? Jetzt muss ich nochmal zu Foreclosure von Maze Bank und muss hier oben den Bunker auswählen. Warte, renovieren, was kostet das denn? Mhm.
Und? Ja, hier gibt's noch einen Schießstand und so, das will ich aber nicht haben. Ja, aber wo ist dieser Computer jetzt? Ich weiß es nicht. Soll noch so einen Forschungscomputer geben. Ich sehe den halt nicht auf der Karte. Warte mal. Ist das der hier in diesem Raum? Nö, das ist nur ein Privatraum. Da drüben. Ja. Happen. Sehr gut. Nee, doch nicht. Hä? Ich dachte, das wäre der. Wie doof ist das denn? Was ist das? Da kann ich neue Vorräte kaufen. Okay, Setup's complete. You can get started. You'll be resupplying the lab so they can research new weapon technologies or manufacture arms for you to sell. Full disclosure, this is kind of a gray area legally and a red flag to manufacture, so expect attention. Make sure you can handle it and utilize security upgrades as they prove necessary. Your goal, as well as ours, is making this a profitable business. Jo. Die machen jetzt hier alles Mögliche. Wollen wir Vorräte stehlen oder Vorräte kaufen? Weiß ich nicht. Vorräte werden. Hatte ich vorhin auch schon. Ja, gut, halt, wenn ich kaufe, werden instant 15.000 neue Vorräte hinzugefügt. Ach so. Okay. Lass uns doch stehlen. Mhm. Machen wir gleich. Research, you'll gain access to unique modifications for your vehicles and weapons. Current research progress can be tracked on the research page along with the records of all the schematics you've developed. Hast du das Sicherheitsteam gekauft? Ja, ich habe eben gerade Sicherheit erhöht. Und einen Personaltypen noch gekauft. Aber irgendwie funktioniert das, glaube ich, nicht. Warum nicht? Ach so, doch, jetzt habe ich zwei Typen, die arbeiten. Einer macht Forschung, der andere macht Produktion. Steht jetzt ein Typ neben dir, oder was? Zwei. Oh. Okay. Cool. Guck mal. Hier sind Caddies, mit denen du rumfahren kannst. Lol. Mega nice. Wirst du jetzt auch rausgeschmissen, oder? Ich bin noch drin, ne? Okay. Ich werde immer noch verfolgt von der Polizei. Hast du gerade eine Mission ein? Hier steht ein Forscher auf dem Stuhl. Echt jetzt? Ja, und hier steht ein anderer auf dem Schweißgerät. Komme ich denn hier wieder raus?
Einfach das Tor, wo die Sicherheitsleute sind. Ach, da. Sind. Mhm. Ups, oh Gott. So, weil du mit der mobilen Kommandozentrale rausgefahren bist. Meinst du, deswegen suchen mich die Bullen? Nein. Deswegen bin ich nicht mit rausgekommen. Ach so. Lass mir auch mal einen Wagen übrig. Sorry. Eine Auszeichnung erhalten. Was denn, Kaputtmacher? Nee. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen eigentlich jetzt, weiß ich nicht. Wir müssen noch Waren stehlen, hast du gesagt. Nee, irgendwie nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Hä? Hast du die Mission angenommen oder nicht? Ja, hab ich. Aber irgendwie. Ach so. Hä? Aber ich lass mal das Ding hier. Und geh kurz nochmal runter. Und wir stellen dann Vorräte. Aber warum hat er das jetzt nicht angenommen? Ich habe das doch gerade gemacht. Das ist sehr komisch. Durchaus. Ah. Jetzt haben wir was. Your supplies are loaded, waiting for collection. Ach, hier ist Agent 14, der Typ. Bist du jetzt schon auf dem Weg dahin? Mhm. Gut. Wärst du jetzt da gerade über die Berge dahin? Ja, sagt mir hier den Weg an. Ach, da lang. Ja gut, ich fahr außen rum. Boah, das ist voll weit. Ja. Ich habe 10 Kilometer vor mir. Ich noch 9,2. Mit der mobilen Kommandozentrale, ne? Ja. Ich habe nur 8 Kilometer. Wie viel hast du? 7,9.
Ja, das ist ja ganz Berg schön flott. Hä? Ja. Ist ja ganz schön flott. Ich fahre ja auf der Autobahn, ne? Ja, gut. Und wenn du durch die Berge fährst, du hast ja viel mehr Auf und Ab und links und rechts wie ich. Das ist auch wahr. Weil wenn du jetzt auf der Autobahn gewesen wärst, wärst du durchaus schneller wie ich. Das ist durchaus möglich. Wie weit hast du es noch? 7,15 Kilometer. Jetzt habe ich 6,4. Jetzt bin ich bei 6,7. 5,8. Ja, du bist schon noch ein bisschen schneller wie ich. Müssen wir da ein Auto klauen oder nur die Vorräte haben? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich finde die Hupe geil. Deswegen musste ich. Ich habe sie gerade gehört und deswegen musste ich lachen. Welche Hupe? Von meinem LKW hier. Wie geht die denn? Nur ganz einfach hupen. Ja, aber warum ist die witzig? Was macht die? Da ist die witzig. Achso, die macht so. Also muss ich die mal gleich mal vorspielen. Ja. Ganz halt nicht. Ist schon relativ witzig. Ich hätte lieber so einen böseren Sound, so, weißt du, so. Irgendwas, was das Ding so ein bisschen brachialer macht. Mhm. Ey, wo müssen wir denn hin? Mitten in die Stadt oder was? Ach, da auf dem Berg hoch. Bescheuert mit dem Berg hier. Ja. Boah, ihr GPS-Gerät ist so bescheuert hier auf dem Berg. Bin so bescheuert gefahren. Ich hätte einfach querfeld da gerade. Ach, du bist da ja. Ich bin schon fast da, ja. Auch. Bin über den Berg gekommen. Ah, toll, Alter. Der Baum hält den. Alter, ey. Das in dem Fahrzeug drinne vielleicht? Ja. Ja, ja. Vor allem, wie du da reingefahren bist. Ich musste so da reinfahren, das war also, scheiße. Das ging nirgendwo auf? Ja, da vorne wahrscheinlich hätte ich durch die Tür gekonnt. Boah. Huch, ich hab, lol. Ich habe sogar hinten eine Fahrzeuggarage, ne? Versuch mal, das Fahrzeug hinten reinzufahren. Echt? Ja, versuch mal. Du kannst diese mobile Kommandozentrale nicht betreten, während du Produktionsvorräte trägst. Toll. Wow. Okay, darunter fahre ich nicht.
Was ist da? Da ist der Zug. Der fährt da gerade lang. Oh, hast du gesehen, hier links ist auch ein Bunker, den man kaufen kann. Ah, okay. Nicht ein Bunker, sondern eine Basis. Das ist die Luke, die so komisch aufgeht, so seitlich. Die bei mir beim Dingens ist, wie heißt das? Auf dem Berg da. Ja, genau, ja. Auf dem komischen Berg. Zug! Alter, ich bin über den Zug gesprungen und hänge jetzt fest. Ja, dann mal viel Spaß, ne? Nö. Oh shit, ey. Aber immerhin kann ich das Ding hinten ablösen und mit dem Zugfahrzeug nochmal versuchen dran zu kommen. Das ist gut. Ist dieses Auto eine lahme Kröte, ey. Ich muss dir gleich mal was zeigen, wenn wir soweit sind. Mhm. Bist ja schon fast da. Naja, noch 4 Kilometer. Du bist ja schon da im Norden angekommen. Ach ja. Fahr schon mit meinem mobilen Zuhause hier rum. Man hätte das ja auch. Das ist echt geil eigentlich, ne? Man hätte den ja noch ein bisschen länger bauen können, ne? Was hätte man? Diesen Anhänger ein bisschen länger bauen können. Ach so. Für? Damit man noch ein paar mehr Module da reinpacken kann. Ach so. Ist so geil, da kannst du ein Fahrzeug reinstecken, das Fahrzeug ist immer da drinne. Weiß ich nicht, irgend so ein, weiß ich nicht, was für ein Ding. Und du kannst das Fahrzeug sogar da drinne tunen. Das ist einfach nur mega nice. Du kannst dein Fahrzeuglager im Moment nicht betreten. Warum? Ach so,
Weil wir die Produktionsvorräte gemacht haben, wahrscheinlich. Möglich. Wow, der Forschungsbalken hat sich echt viel gefüllt. Was? Der Forschungsbalken hat sich echt unglaublich viel gefüllt. Sehr viel oder ist das jetzt einfach nur scherzhaft? Das ist Ironie. Also. So ein so 2% oder so. Okay. Ich habe das Fahrzeug jetzt in das Auto reingetan. Also in den Dingens reingetan. Geil. Alter, das ist so mega nice einfach nur. Hi. Hä? Sagt der Typ einfach zu mir, hi. Ja, hi. Da ist, ja, da ist ein Typ immer in meinem Auto drin, also hier hinten drin. Und der sagt immer, hi. Na gut, meine lieben Freunde, das hat heute ein bisschen länger gedauert. Aber ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und, ja, schaltet rein oder so. Tschüss.